Gut, dann hallo zusammen, herzlich willkommen zum Pressegespräch zum zweiten Mal in dieser englischen Woche vor unserem Auswärtsspiel morgen in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der Spielvereinigung Unterhaching aus der dritten Liga. Ich grüße dazu ganz herzlich unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und Frank, in dieser englischen Woche und nach dem Spiel am Mittwoch, wie sieht es personell aus? Kannst du aus dem Vollen schöpfen, mit Ausnahme natürlich vom Langzeitverletzten Dennis Tomala? Ja, so viel konnten wir jetzt logischerweise noch nicht trainieren nach dem Spiel. Haben wir Mittwoch erst gespielt. Gestern waren alle da, ein Regenerationstraining bzw. Spielersatztraining. Heute trainieren wir nochmal und dann wird sich entscheiden, ob alle einsatzfähig sind bzw. wie dann auch der Kader aussieht. Heißt, dass auch Manon Busch wieder im Training ist. Besten Dank für das Update. Und jetzt wie immer eure Fragen an den Trainer zur ersten Runde im DFB-Pokal morgen. Bitte schön. Kevin Birk, Radio 7, bitte. Trainer, was kannst du uns zu Unterhachingen sagen? Also wie gehen die vor oder auf was stellt sich die Mannschaft ein? Ganz wichtig, Unterhaching. Unterhachingen sagen immer viele, aber es ist Unterhaching. Ja, eine Mannschaft, wir kennen sie ja aus den vergangenen Jahren, ihre Spielweise, ihre Philosophie. Mit Lars Schromm haben sie ja auch einen Trainer, der schon sehr lange da ist. Ihre Spielweise hat sich natürlich entwickelt, aber trotzdem viele Elemente sind immer noch gleich. Man kann es vereinfacht sagen, indem man sagt, die Offensive ist richtig gut, brandgefährlich, sehr variabel, schnelle Spieler auf den Außen, mit Bigalke den Dreh- und Angelpunkt, mit Hein vorne drin. Ein Killer, der viele Tore gemacht hat letztes Jahr im Aufstiegsjahr, der jetzt schon sehr gefährlich war. Mit Schimmer haben sie einen Mann dazu bekommen, der wenig Chancen braucht und da sehr torgefährlich ist. Wir müssen aufpassen nach Ballverlust, da geht es extrem schnell, sehr variabel in der Offensive. Da haben sie schon viele Mannschaften vor Probleme gestellt, gerade zu Hause gegen KSC 3 Tore geschossen, das Spiel gewonnen. Jetzt gegen Fortuna Köln, wo sie richtig gut gespielt haben, erstmal keine Tore gemacht haben, aber dann in der zweiten Halbzeit den 0-2-Rückstand aufgeholt. Da haben sie gezeigt, dass sie immer gefährlich sind. Und das kennen wir auch aus eigener Erfahrung aus den letzten Jahren. Insofern können sie uns da nicht überraschen, weil wir wirklich auf ihre Spielweise eingestellt sind. Auf der anderen Seite in der Defensive haben sie schon viele Gegentore bekommen. Da fehlt ihnen vielleicht ein bisschen die Erfahrung, manchmal die Robustheit. Gerade bei Standardsituationen haben sie auch Probleme. Was nichts anderes heißt, dass wir gut verteidigen müssen, dass wir auf keinen Fall ins offene Messer laufen dürfen. Das ist ihre Stärke. Das haben sie auch in den letzten Jahren, ja auch im DFB-Pokal bewiesen. Leipzig 3-0 geschlagen, vor nicht allzu langer Zeit. Sie haben Mainz sind sie letztes Jahr ausgeschieden. Kurz vor Schluss waren sie noch 3-1 hinten, machen noch 2 schnelle Tore. Das ist auch ein Stilmittel von ihnen, wenn sie zurückliegen, dass sie schnell zurückkommen können. Sind sie ins Elfmeterschießen gekommen, sind da dann ausgeschieden. Gegen Leverkusen haben sie ein gutes Spiel gemacht, vor ein paar Jahren sind ausgeschieden. Ingolstadt haben sie geschlagen, 2-1. Also das heißt, im DFB-Pokal sind sie immer gefährlich, aber ja, wir sind, denke ich, der leichte Favorit. Darauf wollen wir uns nicht ausruhen, sondern es ist eine Menge Arbeit, wenn man dort bestehen will. Und deswegen erwarte ich da von meiner Mannschaft auch, dass wir das Spiel erstens sehr seriös und zweitens mit totaler Hingabe und Einstellung einen richtigen Pokalfight bereit sein zu liefern. Weil auch wir letztes Jahr gesehen haben in Wattenscheid, wenn man ja, ein paar Prozentpunkte weniger bringt, dann wird es schwer weiterzukommen. Fabian Matschke, Radio Thun, bitte. Jetzt habt ihr ja den Sieg gegen Aue von Mittwoch im Rücken. Was könnt ihr da mitnehmen in die Begegnung morgen gegen Unterhaching? Ja, ich denke, man hat ja gesehen, jetzt in beiden Spielen in Braunschweig, also wie auch jetzt gegen Aue, geht den anderen Mannschaften ähnlich, dass viele Dinge logischerweise noch nicht so von ein ins andere Rädchen gehen. Deswegen ist wichtig, dass du Erfolgserlebnisse hast, dass du Punkte holst. Das haben wir jetzt gemacht und ich verspreche mir davon in erster Linie eins, nämlich Selbstvertrauen, dass wir die Dinge, die wir angeschoben haben, die wir verändert haben, dass sie in jedem Spiel selbstverständlicher werden, dass wir da einfach gute Automatismen haben in unser Spiel und sowohl defensiv wie offensiv, dass wir da besser aufeinander abgestimmt sind mit jedem Spiel. Ich denke, das hat man auch gesehen, phasenweise ganz gut. Vor allem, wenn man die Tore sieht, wie die rausgespielt waren, wie wir da in der Lage sind, schnell umzuschalten, schnell gefährlich zu werden. Das war gute Qualität bei beiden Toren, die wir gemacht haben. Was aber einfach auch wichtig ist, und das müssen wir auch mitnehmen,
Wir haben immer wieder Phasen gehabt, wo die Abstimmung im Defensivverhalten nicht 100% war. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir dann doch einige Neuzugänge in der Startformation hatten. Heißt nicht, dass sie schlecht gemacht haben, aber es geht eben um Abstimmung. Es geht darum, wie wollen wir Fußball spielen. Und insofern war es absolut positiv. Wir haben nicht unsere beste Leistung gebracht. Wir haben neue Spiele integrieren können in unser Spiel. Es gibt Dinge, die wir, wie gesagt, verbessern müssen. Aber wir haben das Spiel gewonnen. Und von daher sollte das jedem Spieler Selbstvertrauen geben. Und ja, einfach sollte jeder auch gestärkt aus diesem Sieg jetzt in die kommenden Aufgaben gehen. Jetzt hast du nach dem Sieg gegen Aue gesagt, dass so ein Spiel gegen einen Drittligisten meistens unangenehm ist. Was macht denn so ein Match unangenehm gegen einen Drittligisten wie Unterhaching? Ob es unangenehm ist, liegt an uns. Wenn wir es gut machen, wenn wir das, was wir uns vornehmen, zu 100% umsetzen, dann muss es nicht unangenehm werden. Aber für Unterhaching, klar, wir kennen das, als wir selber noch Drittligist waren. Es ist eine einmalige Chance, erstens auf sich aufmerksam zu machen. Zweitens ist es ein Wettbewerb, der sich wirtschaftlich lohnt. Auch die einzelnen Spieler können auf sich aufmerksam machen. Und von daher treffen wir auf keinen Gegner, der irgendwie grün hinter die Ohren ist oder uns nicht gefährlich werden kann, sondern der Qualität hat, der in der Lage ist, das haben Sie ja schon bewiesen, Sie haben Erstligisten aus dem Pokalwettbewerb geschmissen und deswegen ist es selbstverständlich auch möglich, einen Zweitligisten zu besiegen. Und ja, damit muss man, mit dieser Situation muss man im Vorfeld richtig umgehen, die richtige Einstellung letztendlich dann auch haben in diesem Spiel und möglichst nicht dann, wenn das Spiel beginnt oder wenn das Spiel läuft, überrascht zu werden. Thomas Grüninger, Heidenheimer Zeitung, bitte. Du hast vorhin auch angesprochen, dass du ein bisschen gewechselt hast, die ersten zwei Spiele. Ist das jetzt noch Findungsphase oder wie kann man das noch interpretieren? Und daran anschließend die Frage, Unterhaching hat schon 4 Spiele absolviert. In seiner Liga, ist das ein Vorteil, jetzt schon länger im Wettbewerb zu sein? Ja, Findungsphase ist ein bisschen übertrieben, aber das Automatismen, ich habe es ja eben gesagt, noch nicht zu 100% greifen, dass wenn wir mit 4 neuen Spielern beginnen und das bewusst in der Anfangsformation, die alle ihre Qualitäten haben, dass da die Abstimmung noch nicht zu 100% da ist. Es war ihr erstes Heimspiel, da geht es auch um mentale Fähigkeiten, was unser eigenes Spiel betrifft. Ich glaube, das haben sie jetzt im ersten Spiel schon gut kennenlernen können, dass ein Spiel bei uns immer entschieden werden kann, gerade in der Endphase, das muss man mal erleben, das muss man mitnehmen und wie ich es eben gesagt habe, obwohl viele Dinge noch nicht zu 100% gut geklappt haben, haben wir das Spiel trotzdem gewonnen und deswegen hilft es jedem Einzelnen auch und das wird mit Sicherheit auch morgen der Fall sein, dass wir da die eine oder andere Position tauschen werden, um frische Kräfte zu bringen, weil eins ist eben auch wichtig in Unterhaching, es ist eine Mannschaft, die aufs Tempo drücken kann, die 90 Minuten marschieren kann und da müssen wir auch körperlich in der Lage sein, nicht nur dagegen zu halten, sondern ich erwarte von meiner Mannschaft, dass wir da besser sind und deswegen, das würden wir nicht schaffen, wenn wir jetzt mit der gleichen Mannschaft, die am Mittwoch noch wirklich ein schweres Spiel in den Beinen noch teilweise hat, da keine neuen Kräfte bringen würden. Ja, und deswegen ist es jetzt einfach wichtig, dass wir die Kräfte bündeln, dass wir heute im Training schauen, wer macht den besten Eindruck und so werden wir dann entsprechend auch die Mannschaft auch aufstellen. Und die 4 Spiele, die Haching gehabt hat, ja, da denke ich jetzt nicht drüber nach, ob das ein Vor- oder Nachteil ist, sondern wir kommen mit dem Erfolgserlebnis, wir schauen auf uns selber, wollen diesen Schwung mitnehmen ins Spiel gegen Unterhaching. Ist eine Torwartregelung geplant dieses Jahr im DFB-Pokal? Also wird ein anderer im Tor stehen jetzt? Dazu kann ich heute noch nichts sagen. Du hast ja gesagt, schon auch jetzt nach dem Spiel, nach dem letzten Spiel, dass es ein sehr wichtiges Spiel ist für dich, dieses Pokalspiel. Also Stellenwert genauso wie Zweitliga-Punktspiel, oder? Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber für mich ist jedes Spiel wichtig. Und wenn es ein Freundschaftsspiel wäre, dann hat es vom sportlichen Reiz für mich den gleichen Stellenwert, die beste Leistung zu bringen und ein Spiel zu gewinnen. Aber natürlich, DFB-Pokal, das ist ein toller Wettbewerb, das habe ich die letzten Jahre immer wieder betont. Da möchte man so weit wie möglich kommen. Wir haben in der Vergangenheit schon die ein oder andere schöne Pokalgeschichte geschrieben. Ich glaube, auch unseren Fans und Zuschauern hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Dazu ist es für einen Verein natürlich eine außerordentliche Möglichkeit, im wirtschaftlichen Bereich Unterstützung zu bekommen. Aber das ist kein Motivationsfaktor für mich und auch nicht für die Mannschaft, sondern wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollen im DFB-Pokal so weit wie möglich kommen. Und das treibt uns in erster Linie an, dieser sportliche Reiz.
Und nebenbei, wie gesagt, wir haben es jetzt in den ersten zwei Spielen schon gesehen, wird morgen wieder der Fall sein. Jeder Spieler bekommt seine Chance. Sicherlich noch nicht alle, weil wir in der glücklichen Lage sind, dass wir wenig Verletzungssorgen haben, dass wir auch morgen wieder Spieler aus dem Kader streichen müssen, aus unterschiedlichen Gründen. Und die, die ihre Chance bekommen, die müssen sie auch nutzen. Gibt es weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann sind wir schon wieder am Ende. Besten Dank fürs Kommen. Alle, die uns morgen mit begleiten, bis dahin und allen anderen schönes Wochenende, bis nächste Woche. Tschüss.